Herzlich willkommen zu Fallout 76. Heute geht's mal im Multiplayer los mit mir und meinem Kumpel Yoshi. Wir werden mal die neue Map-Erweiterung erkunden. Ich hoffe, ihr habt Spaß, Leute. Schaut zu und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und ab geht's. Hast du schon eine Gruppe? Bist du schon drinne? Dann würde ich schon mal, reingehen. Wollen wir heute die Kartenerweiterung erkunden oder willst du Dailies machen? Es gibt auch neue Events. Hoffe ich mal. Ach, ich muss mir die Karte nochmal an. Ich muss mir die Karte nochmal angucken. Ich habe gedacht, da wären auch noch neue Symbole drauf. Mal schauen. So, wo lande ich? Ah, hier. Okay, dann mach ich, guck ich mal, ob schon eine Gruppe da ist oder eine, ob ich eine aufmache. Zwanglos, ah, die sind alle voll. Dann mach ich mal ein Team auf. So, mein Charakter braucht auch erstmal ein bisschen eine Spritze. So, jetzt schau ich mal auf die Map. Okay. Nee, sonst ist alles normal. Ach, du kannst sogar Camps in der neuen Gegend bauen. Naja, muss ja so sein. Irgendein Camp, was zu verkaufen hat hier. Nee. Schau mal so ein bisschen, ob ein Camp irgendwelche Baupläne hat, die ich noch nicht habe. Oh ja, deiner 691 Baupläne, bin ich mal gespannt, ob der wieder alles nur doppelt hat oder ob er mal was Neues dabei hat. Oh, der hat einige Baupläne. Hier in dem Camp, rechts, links oben. Der hat einiges, was. Oh, da kannst du dich gar nicht entscheiden. Ist zwar alles. Ach, ich nehme die billigen erstmal. Ja. Voltec Überlebensrucksack. Oh, Kultistenhelm. Na gut, der Rest ist zu teuer. Oh, da hat schon ein bisschen was dabei. Bist du hier? Ja. Ich habe hier einen Haufen drin in den Notizen. Müsste ich mal wieder aussortieren. Wie viele Baupläne habe ich jetzt geholt? Drei, ja? Warum bekomme ich immer noch Wartungsrecht? Wie soll ich ohne Kampfeinsätze zum Ritter befördert werden? Ui. Schick sieht so aus, eine schöne Küche.
Na, das von den ganzen Special Events, dann halt hier Kultisten, hier Modman Special, Modman Event. Die machen dann wahrscheinlich jeden Tag zu jeder Stunde mit. Jetzt müssten wir nur gucken, wie wir da unten müssten wir uns hier Jasons Acker zu Jasons Acker porten. Und dann könnten wir zu der neuen Map, zu dem neuen Map-Teil. Gefährlicher Zeit. Da ist ein Event, gefährlicher Zeitvertreib, heißt das. Wo ist es denn? Ja, direkt hier im neuen Gebiet unten. Das bringt uns auch dahin. Oh, neue neue Hintergrundbilder. Oh, was Gule mit einer Rüstung an. Oh je. Naja. So, was geht hier ab? Sprich in die Gegensprechanlage. Nach vorne. Sieht hier aus. Keiner aufgeräumt hier. Warum ist es hier so dunkel? Hat das schon jemand gestartet? Nee. Okay. Dieser Blitzfänger muss gewartet werden. Also hoffe ich, es gibt hier genug Ersatzteile. Und genau da kommst du ins Spiel. Okay, da hinten ist schon so ein Duel, ein Verbrannter. Wenn du repariert hast, fahre ich zu. Dann kriegt der Haufen hier sein Sturmspektakel. Und alle sind zufrieden. Ja, das sind die Teile. Okay. Also steckt dieses Sümmel, was auch immer, in eine dieser Konsolen. In den Kisten ist garantiert eine Betriebsanleitung drin. Sauber. In den Kisten? Ich hab nie an dir gezweifelt, Kumpel. Ja. Jetzt noch den Rest. Sieht gut aus. Besorg mir noch mehr. Okay, alle Balken sind voll und leuchten grün, also muss wohl alles in Butter sein. Ich fahre das Ding dann mal hoch. Gönnen Sie eine Verschnaufpause. Erinnerst du dich noch an die Signaturen, die nicht von dir sind? Es gibt noch mehr. Oh. Was schießt denn hier die ganze Zeit so? Ich hab keinen Plan, was passiert, wenn der Blitzfinger nicht richtig läuft. Du musst dafür sorgen, dass er sich richtig auflädt und der Vorgang von nichts da draußen unterbrochen wird. Eins noch, ich halte nichts von Rückerstattung. Was muss man eigentlich gerade machen? Wenn man da drin keine Show zu sehen kriegt, werde ich nicht drumherum kommen. Ein Grund mehr, das Ding richtig aufzuladen. Moment. Das Ding zu killen hat den Blitzfänger einen Tick schneller aufgeladen als sonst. Wenn du die Starkblitze killst, geht. Ach so, wir müssen die Verlorenen töten. Versuch's mal.
Die ballern die aber übelst schnell weg hier. Weg mit dir. Alter, du kriegst die ganze Zeit eingescheuert, wenn du hier auf ein Gebäude gehst. Na, muss doch noch eine Horde kommen hier. Alter, ich erwische fast niemanden von denen. Die ballern echt so schnell. Mir fehlen auch nicht mehr viele. Oh, ein Bossgegner. Das ist ein Krebs. Legendärer Krebs. Hui. Hast du gesehen, wie das Ding von dem Schlag umgekippt ist? Krasser Scheiß, Mann. Echt gut gemacht, Kumpel. Solide. Könnten jetzt bitte alle im Bunker bleiben, während meine Partner dafür sorgen, dass ihr wieder sicher raus könnt? Danke! Danke, Mann. Hast mir echt geholfen. Das vergesse ich nicht so schnell. So, sammeln wir erstmal ein bisschen ein. Muss schon mal irgendwo ein Zelt hinstellen, außer hier ist irgendwo eine Werkbank. Wo bist du? Ach, da.
Gleisbolzen mitgenommen. So, was haben wir denn hier alles? Okay, ich brauche trotzdem ein Zelt. Ich muss ein bisschen... Ah, da steht da eins. Da steht da eins. Da ist bestimmt eine Verwertungskiste drin. So. Fleischrot bekommen. Bin trotzdem noch zu schwer. Warum bin ich denn zu schwer? Da habe ich da irgendeinen Mist eingesammelt. Oh, Bauplan bekommen. Wildtierspurenschild. Was haben wir denn hier alles mitgenommen? Verdorbenes Fleisch. Hab bestimmt irgendwie Munition, oder? Kultisten, Ältestengewand. Rüstung, Waffen. Was ist damit? Achso, bei dir. Wo ist denn der? Radio. Vortec-Übertragung, ja. Dies ist ein Notrufsignal, gesendet von Authentifizierungscode Barracuda. Art des Notfalls: Integrität der Sprengtür kompromittiert. Verfügbares Vault-Tec-Personal hat entsprechend Notfallprotokoll VT21 zu reagieren. Signal wird wiederholt. Das war's schon. Dies ist ein Notrufsignal gesendet von... Wie stelle ich das wieder aus? Identifizierungscode Barracuda. Art des Notfalls... Ah, okay. Okay. Wo bist du? Ach, da. Autopark, was willst du da hinlaufen? Okay. Ich kann leider nicht rennen. Ich nehme mal einen Booster. Ich weiß nicht, warum ich so übelst überladen bin. Oh, was war denn das für Vieh? Auch normale Hunde. Und Korken waren drin. Ja. Hier liegt ein Zettel. Hey, mein Junge. In dem Lieferwagen oben liegt ein Zettel. Ja. Schöne Übersicht. Ist das hier, wo wir jetzt draufschauen, ist noch die alte Gegend, gell?
Das ist das schon die neue. Ja. Wo ist das Atomsymbol? Osten wäre da. Ja, gehen wir dahin. Wo bist du? Ach, du gehst doch hier runter. Na, jetzt hängt er nicht fest. Ich will ein Bier mitnehmen. Bier zum Trinken für unterwegs. Das Gedärme. Truthähne habe ich noch nie gesehen. Auch neue Gegner. Wow. Lustige Viecher. Mit einer ein Opossum. Erlegt. Das sieht ja hier krass aus mit den Bäumen. Ja. Haben die Kronkorken dabei, die Frösche? Die haben doch immer Kronkorken dabei. Ja. Piepst einer hier, der von hier vorne. Meierlurk. Oh, meine Waffe ist kaputt. Ein anderer nehmen. Waffe ist kaputt gegangen. So, der ist auch erledigt. Hier sieht's aus wie auf einer Müllkippe. Auf einer Atommüllkippe. So. Meierlockfleisch brauchen wir nicht. Oh, was ist das? Die Blutadler natürlich wieder. Bist du ganz tot, ja? Der Elektriker, wer ist denn das? Wer ist denn der Elektriker? Was ist denn das hier? Okay, kann man ihn ansprechen? Leider nicht.
Ja, aber ich kann nicht ansprechen. Jetzt ist er auf einmal verschwunden. Der hat sich auf einmal in einem Blitz aufgelöst. Ich konnte ihn auch nicht ansprechen. Hast du den Typ gesehen? Das war ein Typ, der stand drüber als Name der Elektriker. Wo ich auf Interagieren gegangen bin, hat er sich in einem Blitz aufgelöst. Ja. Und Bär. Neuer Ort entdeckt. Supermutant Kriegsfürst. Legendärer. Kistchen. Oh, hier ist Gems drin. Noch einer. Bei mir liegen die Leichen noch da. Das hier eine Matschkiste. Hier ist wieder ein Zettel. Okay. Muss mir eigentlich egal. Ja. Können wir die... Das ist eine neue Höhle, oder? Ich komme nur nicht rein. Hä? Passiert nichts. Ach so, ich muss hier irgendwas drücken. Als Team beitreten. Okay.